Hallo euch allen, da sind wir wieder bei Madden NFL 20. Wir sind in der Madden Ultimate Team Superstars Reihe unterwegs. Diesmal geht es um Golden Tate, den dritten. Kein Spieler, den ich als Cowboy-Fan besonders mag. So, wir haben eine 3-Sterne-Herausforderung, sollen das Spiel gewinnen. Wir kriegen einen vierten Bonusstern, wenn wir zwei oder mehr Pässe vervollständigen. Was mit meinem Quarterback eine echte Aufgabe ist. Und für mehr als 55 Yard passen, dann gibt es den fünften Stern. Heieiei. So, wir treten an gegen die San Francisco 49ers. Wir spielen hier zu Hause im AT&T Stadium. Wir haben den Ball an der eigenen 25-Yard-Linie. Die Niners führen mit 7 Punkten. Wir haben einen ersten Versuch und 10. Gehen wir doch gleich mal in die Passvorschläge hinein. Nehmen wir den Shark Halfback Wheel. Wir achten auf Witten, der die Mitte attackiert. Ich hoffe, dass ich Elliott davon stehlen kann. Schauen wir mal, was die Defense uns so gibt. Boah, keine Chance. Leute, ein bisschen blocken. Einfach mal Richard Sherman blocken. Würde die Sache in der Offense enorm erleichtern. Play Action Slot Cross. Wir attackieren die Mitte mit Cooper. Golden Tate steht rechts außen. Ich musste werfen, weil der Druck der Niners so hoch war. Da entfaltet sich aber vom Passspiel her mal so überhaupt nichts bei meinen Jungs. Dritter und 20. Wir achten auf Cobb und wir achten auf Amari Cooper. Oh, der war eigentlich gar nicht mal verkehrt geworfen auf Cobb. Jetzt haben wir einen vierten und 20. Das ist ja eine Bomben-Challenge hier. Mein Gott. What happens? Verticals. Wir achten auf Witten, wir achten auf Cobb, ich achte auch mal rechts außen auf Golden Tate. Ich gehe auf Witten und mein Tight End hat den Ball bei diesem vierten Versuch. Da haben die Niners aber mal richtig geschlafen. So, also dann, der Drive geht weiter. Wir nehmen den Stick, schicken Golden Tate von rechts auf eine Slant Route. Witten ist meine Sicherung. Ich wollte gerade den Ball wegwerfen. Also eine super Man-to-Man-Coverage der 49ers. Da hat sich nicht einer meiner Receiver irgendwie freilaufen können. So, Witten attackiert die Mitte. Schöner Move von Amari Cooper. Erstmal ins Aus, um die Uhr anzuhalten. So, wir haben die beiden Pässe vervollständigt. Haben jetzt einen dritten Versuch und 6. Einen dritten und 6. Das sind nicht so die schönsten Vorschläge, die ich hier bekomme. Drag Verticals, wir achten auf Cobb. Witten attackiert die Mitte. Elliott versucht sich davon zu stehlen. Das gelingt bei Elliott und der hat den Ball. First down Cowboys. So, wir sind beim 2-Minute Warning angekommen. Es laufen jetzt die letzten 2 Minuten der Partie hier in San Francisco. Hier in San Francisco. Gegen San Francisco, hier in Dallas. Cooper von links auf einer Slant. Witten meine Sicherung. Und diese Sicherung nehmen wir auch wahr. Witten bis an die 42-Yard-Linie. So, die beiden Bonussterne hätten wir voll. Wir müssen nur sehen, dass wir dieses Spiel noch irgendwie gewinnen, Freunde. Nehmen wir die Four Verticals mangels Alternative. Witten attackiert die Mitte, wieder achte ich rechts außen auf Golden Tate. Sicherheitspass auf Siki. Ja, der wird leider direkt getackelt. Ich gehe in die No-Huddle-Offense. Heißt, wir stellen uns direkt wieder auf, nehmen jetzt den Slot vor. Ich achte rechts außen auf Cobb. Witten mit dem Catch, first down. Wir sind an der 37-Yard-Linie. Und die Uhr hat gestoppt. Das war eigentlich der Hintergrund, warum ich diesen Pass hier gerade geworfen habe. Double Slants. Cooper und Golden Tate von links, Cobb von rechts auf Slant Routes. Amari Cooper, first down an der 24-Yard-Linie. Die Cowboys
marschieren hier gerade übers Feld. So, wir streuen sogar mal... Naja, ich wollte laufen, aber das sieht nicht gut aus. Wir nehmen den Stick, schicken Golden Tate von links, kommt auf die Slant. Da sind da wirklich mal alle gut gedeckt. Prescott läuft selbst, läuft ins Aus an der 16-Yard-Linie. Bedeutet einen zweiten Versuch und zwei für meine Cowboys. Nehmen wir den Go DBL Post. Witten attackiert die Mitte. Ich achte rechts außen ein bisschen auf Cobb. Cooper attackiert die Außen. Da haben wir auf jeden Fall jetzt mehrere Optionen. Ich habe doch auf Jason Witten geworfen und das dann mal eben 15 Yards in die falsche Richtung von meinem Quarterback geworfen. Ach, Prescott. Dritter Versuch und zwei. Wir nehmen die Level Sales, attackieren die rechte Seite des Spiels. Mit Witten und mit Zeke Elliott. Der Ball geht auf Zeke. Schöner Move. Und der Ball ist an der 4-Yard-Linie. First and Goal für die Cowboys. Komme ich denn hier für Spielzüge? Wir laufen mit Elliott, gehen per Audible in einen Pass, nehmen den Stick, konzentrieren uns auf Golden Tate. Da ist der Wurf in der Endzone und das ist der Touchdown für die Cowboys. 16 zu 17 damit der Spielstand. So, jetzt also noch der PET. Und jetzt haben wir ein Unentschieden. 17 zu 17, 11 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit. So, der Kickoff ist unterwegs. Geht bis in die Endzone der Niners hinein. Wird aber doch retourniert. Und dieser Return endet an der 23-Yard-Linie. 7 Sekunden sind noch auf der Uhr. So, wir stellen mal schnell unsere Defense ein. Nicht, dass hier jetzt noch irgendetwas passiert. Ich bin ja froh, wenn es uns gelingt, das Spiel ja in die Overtime zu bringen. Wir gehen in eine Cover-4-Drop-Defense hinein. Ja, wo ist mein DeMarcus Lawrence? Da haben wir ihn gefunden. Lauf von San Francisco. Leute, das ist nicht euer Ernst. Ach, das... Danke. Und Challenge verloren. Hör mal, das kann doch nicht so schwer sein, mal eben kurz einen Running Back aufzuhalten. Ich bin schockiert. Ich bin fertig mit der Welt. Das gibt es doch gar nicht. Mann. Ja, super gefailed. Oh. Wir müssen sehen, dass wir schneller in die Endzone der 49ers kommen. Also mal versuchen, Pässe anzubringen. Wird's J-Shake. Wir attackieren die Mitte mit Jason Witten. Ich achte auf Elliott und Cooper im Slot. Der Ball geht zu Witten. Schöner, sicherer Catch. First down an der 41-Yard-Linie. Nehmen wir den X-Dick. Achten auf Witten. Und auf Amai Cooper. Und da gehe ich auf Kopf, meine Sicherungsoption bei dem Spielzug. So, die beiden Pässe haben wir schon mal vervollständigt. Immerhin etwas. So, Quick Slants. Wir schicken Golden Tate und Kopf auf Slant Routes. Da sind die 49ers bis dato sehr stark in der Verteidigung gegen gewesen. Ja. Minimal verworfen. Eieieiei. Prescott. So, Jacob, wir brauchen noch 3 Yards. Wir achten besonders auf Cobb. Der geht gleich auf eine In-Route. Golden Tate zieht nach innen. Das ist ein First Down an der 38-Yard-Linie von San Francisco. Sehr schöner Spielzug. Da hat alles gut funktioniert. Call Flat, wir attackieren die Mitte. Mit Elliott. Witten ist so ein bisschen meine Sicherung.
Und los geht's. Da läuft doch der Prescott mal selber. Und fummelt den Ball. Och Mann, dieser Quarterback, der macht mich absolut verrückt. Also ich bin mit meinem Team echt, also für den Anfang der Madden-Saison wirklich zufrieden. Aber Prescott, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der hat eine Fumble-Wahrscheinlichkeit von 99%, wenn er berührt wird. Och Gott, oh Gott, ich werde echt wahnsinnig. Gegen San Francisco quälen wir uns hier. So, die Niners haben jetzt noch kein First Down geholt. Wir haben einen zweiten Versuch und 5. Lauf über die Außen, da kommt Fender Ash mit einem schönen Hit. Ich nehme jetzt noch keine Auszeit, damit ich die gegebenenfalls für meine Offense gleich noch benutzen kann. Wir blitzen mit dem Linebackern von San Francisco, lässt natürlich die Uhr runterlaufen. Ja, und das ist ein First Down. Jetzt ist das Spiel quasi durch. Ich hasse das total, wenn ich mit Prescott mittlerweile laufen muss. Genial finde ich auch immer, wenn er sich dann nach vorne wirft. Was auch immer eine Garantie für einen Fumble ist. Ja, die Zeit können wir runterlaufen lassen. Da kann ich nicht mehr eingreifen. Selbst wenn ich hier jetzt noch mit den Auszeiten gearbeitet hätte. Mann, 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 Mann. Es ist sehr schwer, ohne Quarterback hier Spiele gewinnen zu können. Ich habe zwar ein gutes Laufspiel, da will ich gar nicht drüber stellen, aber dann bei so einer Aufgabe, wo du passen musst, bist du mit dem Quarterback echt ziemlich am Arsch. So, neuer Versuch. Golden Tate im Slot. Elliott und Witten sind meine Sicherungen. Der Ball geht auf Golden Tate und der kann ihn nicht festhalten. Nehmen wir den Fade Smash, attackieren die Mitte mit Witten. Von rechts kommt Cobb. Und das ist ein schöner Catch von Cobb. Mal an der 47-Yard-Linie. Wer braucht Golden Tate, wenn wir einen Cobb im Team haben? Nehmen wir den Slot to Buck. Wir achten auf Cooper im Slot, der gleich nach innen zieht. Witten und Elliott sind meine Absicherungen. Oh, ein Riesencatch von Amari Cooper. So, die beiden Pässe haben wir vervollständigt. Wir haben die Yards vervollständigt. Wir sind an der 21-Yard-Linie. Darf ich euch meinen Running Back vorstellen? Ezekiel Elliott. Riesenvorteil, der fummelt nicht so häufig. So, kommt bis an die 10-Yard-Linie. Neuer erster Versuch, gleich mal beim ersten Run. So, Halfback Belly Weak. Wir täuschen den Lauf rechts an, laufen dann über die linke Seite. Da habe ich aber leider mal überhaupt keine Vor. Ich weiß gar nicht, wo der eine Vorblocker, der nach links laufen sollte, den habe ich eben rechts aus dem Bild laufen sehen. Das ist auch eine Sache, die mich sehr optimistisch stimmt, wenn die Vorblocker so genau wissen, was sie zu tun haben. Wir sind beim Two-Minute-Warning angekommen. Zweiter Versuch und 8. Ball an der 8-Yard-Linie. Wir laufen über die Außen mit Elliott. Es geht über links. Sehr schöne Blocks und das ist der Touchdown für Dallas. So, jetzt haben wir doch mal relativ schnell gescored hier. Ich bin immer froh, wenn dann so die Bonussachen oder halt die Hauptaufgaben, wenn es um Richtung Passing geht, erledigt sind. Weil dann kann ich anfangen zu laufen, was mir definitiv im Moment noch deutlich besser liegt als das Passspiel. Kick geht bis an die 8-Yard-Linie. Wird jetzt retourniert von den 49ers. Gestoppt an der 28-Yard-Linie. Erster Versuch und 10 für die Offense. Obwohl natürlich, klar, Quarterback Garoppolo, Jimmy G. Galt ja so ein bisschen als der Nachfolger von Tom Brady in New England. Aber der will ja nicht aufhören mit seiner Karriere. Wir blitzen mit dem Thunder Smoke.
Der kleine, das ist McKillian. Schrecklich, der war, glaube ich, die ganze letzte Saison übelst verletzt. Incomplete Pass von Garoppolo. Und sieh an, auf einmal haben wir hier eine Chance, den ganzen Spaß nach Hause zu bringen. Beginnen eine Cover One Hole hinein, haben einen dritten Versuch und 5, Ball an der 33-Yard-Linie. Garoppolo wirft unvollständig. Gleiche Quarterback-Schule nehme ich an. Vierter Versuch und 5. Heißt, die Niners müssen punten von der eigenen 33. Also ein ganz schnelles 3 and out, was wir hier jetzt gesehen haben. Ryan Renfrow, nimm den Ball auf, mein Freund. An der 3-Yard-Linie wird er liegen geblieben. Und Renfrow bis an die 19. Also bitte, Leute, das sind 16 Yards. Da kann man den Returner halt einfach da stehen lassen. Erster Versuch und 10. So, wir haben noch alle drei Auszeiten. Lauf Elliott. Ein Draw über die Mitte. Elliott bis an die 26 Yard hin. Wir gehen in die No-Huddle-Offense hinein. Nehmen die Double Stance, Cooper und Golden Tate von der linken Seite. Können sich da lösen. Und der war schon wieder grottenschlecht geworfen von Prescott. Ach, dieser... Nein, ich will nicht mehr über Prescott. Ich... Ist ja alles gut. Halfback Stretch, Lauf über die Außen. Bei diesem dritten Versuch und 3. So, wir brauchen ein First Down. Elliott hat das First Down. Ball an der 31. Das Problem ist, ich habe zu wenig Zeit. Ich muss werfen. Play Action J Cross. Wir achten auf Golden Tate. Wir achten auf Amari Cooper. Schauen wir mal, was der Safety da hinten macht. Der lässt sich fallen. Golden Tate zieht nach innen und hat den Ball. So, ich nehme mein erstes Timeout. Wir müssen ja nur in Field Goal Range kommen. Und da haben wir, glaube ich, gerade einen großen Schritt gemacht. Wir sind an der 42-Yard-Linie von San Francisco. So, nehmen wir die 4 Verticals. Das heißt, wir attackieren die Mitte mit Witten. Cooper achten wir links außen auch mal drauf. Schauen wir mal, wie sich der Safety verhält. Golden Tate steht im Slot. Prescott läuft selbst. Komm, Prescott. Oh Gott. Ich habe gedacht, er wird schon wieder getackelt werden. Also so, dass er schon wieder fumbelt. So. Wir sind an der 36-Yard-Linie. Das kann reichen für einen Field Goal, aber es ist schon eine verdammte Distanz. Wir schicken Witten über die Mitte. Cooper kriegt gleich auf eine Inward und ich achte auf Cobb, der nach innen zieht. Wir gehen auf unseren Tight End und der holt die Yards, die mein Kicker braucht. Ich nehme meine letzte Auszeit. San Francisco kann mich nicht mehr eisen. Die haben keine Auszeit mehr zur Verfügung. So, jetzt hat Maher hier die Chance, das Spiel... Was ist denn das für eine bescheuerte rote Linie? Ich werde verrückt hier. Leute, beim Kicking-Team brauche ich keine rote Linie mehr. Jetzt sind wir in der Overtime. Das hat mich gerade so irritiert. Die Niners gewinnen den Coin Toss. Heißt, wenn San Francisco jetzt gleich einen Touchdown erzielt, sind wir das blödeste Team der Welt. Dann ist nämlich das Spiel vorbei und San Francisco hat gewonnen. Schaffen das die Niners aber nicht, kommt meine Offense nochmal aufs Feld, um dann gegebenenfalls ein Field Goal der Niners auszugleichen, beziehungsweise sogar noch mehr Punkte zu erzielen. Dann hätten meine Cowboys das Spiel gewonnen. Der Ball geht bis in die Endzone. Der 49ers hinein, kein Return, Kneel Down, erster und 10 an der 25. Vertrauen wir auf unsere Defense. Da verschieße ich. Oh Gott, diese rote Linie hat mich dermaßen irritiert. Wir blitzen mit dem Thunder Smoke. Garoppolo steht direkt hinter seinem Center. Unter Druck, oh, ein riesen Play-Action-Spielzug. Ja, drei Leute! Drei! Wer ist denn er hier? Der Felsen der Brandung. Das gibt es gar nicht. Das ist. Ich habe schon wieder Puls. Ich reg mich gleich schon wieder ganz fürchterlich auf. Erster und 10 an der 42-Yard-Linie. Natürlich wieder. Da ist er. Der unblockbar. Sehr schön.
Ich glaube, da haben wir ihm gerade die Beine gebrochen, so wie das geknallt hat. Erster und 10 an der 30-Yard-Linie, aber die 49ers sind bereits in Field Goal Range. Da ist besagte Linie wieder. Erster und 10. Die ist für den Kicker, um zu zeigen, das ist ein Fumble. Ein Riesenhit von Xavier Woods, der eben schon dem Running Back das Fürchten gelehrt hat. Und hier haut er Salek aus den Füßen. Zero-One-Trap. Jungs, jetzt lasst uns das Ding nach Hause bringen. Bitte, bitte, bitte. Elliott, Laufspiel durch die Mitte. First down, da bin ich ein bisschen früh mit dem Kopf runtergegangen. Ball an der 36-Yard-Linie der 49ers. Sie brauchen nur ein Field Goal, aber das hatten wir eben ja schon mal. Lauf Elliott über die linke Seite. Ja, Elliott will, das merkt man. Der hat jetzt Bock. Ball an der 44. Zweiter Versuch und 2 und wir laufen weiter. 26 Duo. Es geht über die rechte Seite. Und das ist ein neues First Down für Dallas. Wir sind kurz vor der Mittellinie an der 49. Count the J Play. Also wir täuschen den Lauf rechts an. Laufen aber über die linke Seite. Oh, da war aber nichts, was in Form einer richtigen Lücke zu sehen gewesen wäre. Shark Halfback Wheel. Zweiter Versuch und 8. Witten attackiert die Mitte. Elliott versucht sich davon zu schleichen. Und Elliott schleicht sich davon und Prescott. Ja, Prescott halt. Ne? Oh Gott, oh Gott, Cowboy Deep. Also wir achten auf Golden Tate im Slot. Es ist ein 3. und 8, Freunde. Incomplete Pass. Nee, ich muss punten. Das kann ich nicht machen. Wenn ich jetzt hier entsprechend kein First Down schaffe, es ein Turnover on Downs gibt, dann bekommen die Niners den Ball in idealer Feldposition. Sie brauchen jetzt ja nur ein Field Goal. Jetzt fangen sie an der 20-Yard-Linie an. Der Punt war jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei, aber also was ich mir hier zusammen klickere, das ist wirklich ganz großes Kino. Erster Versuch am 10. Wir blitzen. Garoppolo. Und das ist ein Sack. Sehr schön. Tillman, unser einzigste Nicht-Cowboy im Team. Kommt hier gut durch. Das war gut. Wir gehen in eine Cover 6 Trap hinein. Gehen von dort aber in einen Blitz. Blitzen mit dem Safety und dem Linebacker. Schneller Wurf auf die Außen und der ist gestoppt. Die Niners nehmen eine Auszeit. Haben das, glaube ich, mit der Overtime-Regel noch nicht ganz verinnerlicht. So, 3. und 18 von der eigenen 12-Yard-Linie. Meine Defense hält mich hier im Spiel. Garoppolo wirft vollständig. Das ist schon wieder der Fels in der Brandung, der Untackelbare, wie ich ihn nenne. Aber der Untackelbare schafft keinen First Down. 4. Versuch und 3, meine Defense hält. Also wirklich, dass ich hier noch im Spiel bin, verdanke ich meiner Defense. So, an der 32-Yard-Linie wird der Ball aufgenommen. Der Return über die linke Seite. Schöner Move von Renfro. Wir sind exakt an der Mittellinie. An der 50-Yard-Linie. Haben einen ersten Versuch und 10. Laufspiel Elliott. Leute, wir brauchen nicht mehr viel, um in Field Goal Range zu kommen. Das kann doch eigentlich nicht so schwer sein. Ein Draw! Und was für ein Draw! Der Ball ist an der 34-Yard-Linie. Erster und 10 für die Cowboys. So, das erste Quarter, das erste Overtime-Quarter ist vorbei, aber das heißt ja nichts. Der Spaß hier geht weiter. Wunderschöner Blick ins AT&T Stadium. Und natürlich laufen wir. Zeke Elliott. Auf dem Weg Richtung Endzone. Wird dann aber doch noch gestoppt an der 12. Erster Versuch und 10 für Dallas. Habe ich wirklich die Passing voll? Doch, habe ich, ne?
So, die Niners eisen mich, nehmen eine Auszeit. So, das war aber auch die letzte Auszeit, die sie nehmen können. So, Cowboys Deep Post. Wir achten auf Golden Tate im Slot. Witten meine Sicherung. Der Ball geht zu... Boah, der wäre fast intercepted. Ich hasse es, wenn die Bälle da so rumtippen. Könnte ich wahnsinnig werden. So, four verticals. Wir gehen aber per audible... Ja doch, nehmen wir den Stick. Der ist doch gar nicht verkehrt. Amai Cooper hat den Ball und ist in der Endzone. Das ist der Touchdown durch Cooper. Und das Ding ist endlich durch. 1, 2, 3, 4 und Nummer 5. Boah, Maximum Stars geholt. Was für eine Challenge. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.